Seid ihr herzlich willkommen. 9. November ist Portaltag. Und das bedeutet, unserem Planet Erde richtet sich Richtung Plejaden. Die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Die Zentralsonne ist bei Plejaden Alkyone. Übersetzt bedeutet eine Königin, und diese Königin siegt über das Böse. Also wir stehen in Einfluss von Alkyone und ihrer Schwester, die sind die Plejaden. Und das ist ein feinstofflichen Energiefeld und hat eine heilende Wirkung. Das haben die Mayas schon berechnet in alten Zeit. Und die geben uns Informationen auch über diesen Portaltagen. Und die Quelle ist die Maya-Kalender. Bei Mayas gibt es Wellen oder Schwingungen. Das ist wie bei uns die Woche. Nur bei den Mayas dauert eine Welle 13 Tage lang. Und 9. November, bei diesem Portaltag, beginnt das 19. Welle. Die erste Tag in diesem 19. Welle. Und in diesem Tag werde ich ein Ritual halten. Per E-Mail kannst du anmelden. Das beginnt um 23 Uhr. Energieausgleich ist 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Die Thema ist Heilung, Heilkraft, Heilenergie, Angstbefreiung. Das ist jedes Mal dabei bei Portaltagen. Und die ersten Tag dieser 19. Welle kann ein Neuanfang bedeuten. Also dieser Ritual hilft auch bei Neubeginn, bei Neuanfang. Die Zahl 1 ist hier zum Sehen, ein Punkt, so haben die Mayas damals gezeichnet, Zahl 1. Diese 1 bedeutet nicht nur ein Neuanfang, sondern bedeutet auch dich, dein Selbstdarstellung, dein Auftreten, deine Wille, deine Entscheidungen, deine Richtung soll dieses Ritual auch stärken. Über diesen Tag herrscht Men. Und Men bedeutet übersetzt Adler. Wir haben diese Adler als Symbol, und Adler begleitet uns nicht nur in diesem Tag, sondern herrscht über die gesamte 19. Welle. Also Adler-Einfluss haben wir 13 Tage lang. Adler bedeutet eine stolze, majestätische Haltung, auch Kraft und Mut, und bedeutet auch ein Weitblick, ein Plan, was wir vielleicht später ausführen möchten. Und dieser Weitblick bedeutet auch etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Die Ursache an etwas oder die Zusammenhänge erkennen. Was ich noch beschreiben möchte, und dabei hilft dieses Ritual auch, befreit zu sein von allem, was uns bis jetzt bedrückt hat. Und das war die Information über diesen Portaltag. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.